Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildstar mit Reggie zusammen. Hey, Hallöchen zusammen, Reggie. hi. Ja, und wir stehen vor dem Portal zum Exolabor 71 und da gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen, oder? Jo, bin ich ja voll dabei. Tada! Mit Quest, mit Quest. Natürlich. Ach so, das sind die Kristalle. Ach, das sind die, ja Quatsch, Kristalle, die Pilze. So. Ah, ich mache schön Damage, das ist schön. Wie sieht mein Inventar aus? Was ist das? Ist mein Loot? Börse metallener Münzen habe ich bekommen. Okay. Bekommst du den Erfolg jetzt eigentlich auch, wenn ich die Pilze einsammle? Was für ein Erfolg? Na, also, beziehungsweise den Questfortschritt. Ich bin jetzt bei 37%. 12%. Okay, also nicht. Gut. Mir hat mich jetzt nur interessiert. Mal guck mal. Ach so, die müssen wir töten. Easy. Ja, die geben uns auch Pilze. Weil sie müssen nicht Ja. unbedingt töten. Okay, haben wir jetzt hier alles eingesammelt? Ja. So, ich hatte jetzt hier noch höher. Was ist das denn nicht für ein Riesenviech? Das ist doch irgendwie so ein Riesenkellerassel, oder? Nee, das sieht eher aus wie so ein Pilzmutant. Siehst du das am Bauch? Das sieht aus, als wäre das so ein Pilz. Ja, stimmt, tatsächlich. Also, Freunde, das ist kein riesiger Penis, keine Sorge. Das ist nur der Stängel vom Pilz. Ja, muss man doch klarstellen. Ja, allerdings. Könnte man falsch interpretieren. Das stimmt. So, 75%. 62. Ich wohl. Ach, oh, das sieht ja hier richtig gut aus, Mensch. Muss kurz 4 Sekunden hinter dem Typen hier rumstehen. Damit ich ihn betäuben kann. Bam. Ich muss sagen, diese Springfähigkeit, also das mit dem Rollen, das finde ich irgendwie cool. Noch mehr Loot. Gut, dass du die Psylamellenpilze gesammelt hast. Bring sie jetzt zu meinem Vater, Viktor Lazarin. Okay. Aber ich glaube, der ist hier hinten. Wenn ich das richtig sehe. Also, oder hier ist auf jeden Fall noch eine Quest drin. Ausweichen. Du, ich habe Ausweichen gelernt. Ich kann das. Das ist ein Buch. Ich habe ein Buch entdeckt. Ach, guck mal, das sind die Viecher, die da oben so, nach die da so ausgestrahlt wurden. So, Bericht lesen. Bericht an Dr. Lazarin. So, ein neues Buch gefunden, wunderschön. Ja. Dann gucken wir uns mal die nächste Quest an. Ich glaube, großartig mit ihm reden wirst du nicht. Naja. Na doch, warte. Theoretisch könnte man hier stehen. Ja, aber das sieht nicht so aus, als würdest du mit ihm reden. Naja, aber zumindest das Serum des Le. Was? Das Serum ist das Leben. Weil so schmerzhaft ist das Ding nicht. Ja, ich stehe auch da, wo es nicht hinkommt. Die Mordesh-Verfahren mit dem Vitalus-Serum nach dem Leitspruch. Was? Spare in der Zeit, okay? So hast du in der Not. Ach nee, spare. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Extrahiere es aus den Toten, damit die Lebenden etwas davon haben. Oha. Okay. Also, ach so, jetzt werden wir die Toten aufsammeln. Na super. Ja, irgendwie schon. Du bewegst dich auch nicht großartig, wenn du kämpfst. Nur mal so gesagt. Na, wenn ich nicht muss, ich weiche aber aus. Ich weiche auch aus.
Kannst du dir gerne mein Video angucken, wie ich immer wunderschön nach hinten rolle. So. Huch. Stufe 4. Ich erschrecke mich immer voll bei den Stufen auf. Wieso hast du eine Stufe 4? Keine Ahnung. Ich bin doch hier der Typ, der alle wegmeuchelt, weißt du? Dann kriegt sie Stufe 4. Also okay. Ja, klau dir einfach die Kills, so sieht's aus. Ja, weil du kleiner bist, du brauchst weniger Erfahrungspunkte. Ja, das kann sein. Wo sehe ich meine Erfahrungsanzeige? Da. 92,5%. Auch bis Stufe 4, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil ich das Tutorial übersprungen habe. Weißt du, oder weil ich einfach Viecher getötet habe, während ich auf dich gewartet habe. Ich habe mehr Viecher getötet als du. Jetzt hör auf, meine Viecher zu töten, das sind meine. Jetzt geh weg! Oh, blutige Sternlinge. Bedarf! Nee, Gier. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wie Bedarf, Gier? Achso. Ach, das ist eine Psi-Klinge. Keine Ahnung. Ist die überhaupt für mich? Wie kann ich denn da überhaupt würfeln? Sternklinge des Espers. Oh, das ist eigentlich für dich. Ja, das ist meine. Und wieso? Warum? Was? Hä? Ach, da. Oh Gott. Deswegen mache ich auch Bedarf. So, kann ich nämlich anlegen. Ja, ich durfte Bedarf nicht drücken. Ich musste Gier drücken. Ja, ist auch gut so. So habe ich wenigstens ein bisschen Geld bekommen. Hättest du mich auch noch weggewürfelt. Und ich hätte es verdient. Nee. Doch. Ich hätte schon Nutzen dafür gefunden. Jetzt ja, als Kopfschmuck oder als Nasenpiercing. Ja, als Nasenpiercing. Ja. Du bist ja so klein. Ja, das stimmt. Ja. Gib mir mein Level ab, ihr Schweine. Wahnsinn. Oh, danke. Es ist Zeit, ein paar Schäden hast du jetzt zu knacken. Ja. Cool. Ich hab eine neue Fähigkeit. Ja stimmt, ich habe auch eine neue Fähigkeit. Markiert bis zu 3 Gegner für 8 Sekunden erhöht sämtlichen Schaden, den du diesen Zielen zufügst um 20%. Das Töten eines markierten Ziels setzt die Abklingzeit von Schwächeanalysieren zurück. Kann nur im getarnten... Oh, okay. Ich check's. Manifestiert eine Psi-Klinge, die nach 3 Sekunden zum nächsten Gegner wirbelt. 112 magischen Schaden verursacht und einen Psi-Punkt erzeugt. Also was für Gruppen. Oh. Ja, oben rechts habe ich noch eine Belohnung, Stufenaufstieg. Ah, da wird aufgelistet, was ich alles bekommen habe. Wir können jetzt Duelle machen. Das stand vorher auch schon da. Nee, Glückwunsch zu deiner neuen Stufe. Jede Stufe schaltet neue Funktionen und Boni frei. Holo-Kleiderschrank, Stufenaufstieg-Freischaltung. Zerfetzen, aufspießen. Achso, das ist... Mhm. Das meine ich doch damit. Weil ich das Tutorial übersprungen habe, habe ich das jetzt alles bekommen. Genau. Hey. Toter Alchemist. So. Das Serum ist das Leben. Oh, die Mordesh-Verfahren mit den, was? Ach komm, das habe ich doch vorhin schon vorgelesen. Hä? Was? Ach, wir müssen zu einem anderen das zurückgeben, ne? Ja, da steht, begib dich nach Altwurzelzuflucht zurück. Upsi. Ich habe mich gerade gewundert, dass wir, hä? Jo, na dann. Glaube ich, sind wir hier durch. Ja, aber ich habe gerade eine andere Bande gesehen, die hier durchgelaufen ist. Und die hatten einen kleinen Roboter dabei. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich nochmal herkommen. Jo, wer weiß. Wo müssen wir hin? Was? Hauptstraße? Ach da, ja, ich sehe schon. Aber wurde mir wie gerade nicht angezeigt. Und Regi läuft einfach weg. Ich? Ja? Ich bin doch hinter dir. Achso. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Ja, also. Du bist derjenige, der immer wegläuft. Oh. Okay. Okay. Alice? Jetzt ist es zu spät. Was denn? Da war nichts für mir. Nein? Nö. Aber wir müssen jetzt irgendwie da hoch, ne? Ja. Okay. Aber, ich habe da, glaube ich, noch eine Quest nebenbei, obwohl, ja. Okay, gehen wir erstmal.
Mal gucken, vielleicht kommen wir nochmal in die Nähe. Ich habe da nämlich Panorama. Ich soll nämlich ein Panorama aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Da steht einfach ein Panorama. Was es mit diesen Flaggen auf sich hat, ich habe immer noch keine Ahnung. Okay. Mhm. Na gut, ich sehe die ja nicht. Ich sehe nur die roten Männchen, wenn du dann einfach abdampfst. Ich gehe schon mal vor. Oha. Wir kommen in Altwurzels Zuflucht, nachdem sie einen Angriff durch die psychopathischen Wälder von Immersternwald überlebt haben, entdeckten die Verbannten einen enormen Baum, der einst ein uraltes eldanisches Experiment war. Können sich die Dinge noch merkwürdiger entwickeln? Bleib dran und finde es heraus. Hat er bei dir nicht gesprochen? Weiß nicht. Du hast gerade synchron mit ihm gesprochen. Ja, na dann, ist doch cool. Wieso ist da ein Haken? Ein Haken, weil da eine Quest ist. Ah! Also Quest abgeben. Ach, ist die jetzt tot? Ja. Ja. Unter die Hufe gekommen, auch gemein. Na, willst du? Der Ranzen der Aurin ist voller Futter für Dämmerkäuer. Vielleicht wollte sie die Tiere beruhigen, als sie von ihnen angegriffen wurde. Ironie des Schicksals. Oh. So ist das Leben. Schon irgendwie gemein, ne? Tja. So ein fürchterlicher Tag. So, ich würde sagen, wir beide gehen kurz auf Erkundschaft. Komm mal mit. Soll ich mitkommen? Ja. Na gut, ich komme mit dir mit. Ich kann aber nicht so schnell laufen wie du, ja? Vergiss das nicht. Warum kannst du nicht so schnell laufen? Also, wenn die Oh Gott. Oh, wir kommen hier raus, alles gut. Ja, zum Glück. Gefahren. Die Viecher können so hoch springen, das ist unglaublich. Oh, ich würde mir das in WoW so richtig wünschen, ne? Ja, was ist das denn? Radioaktive Überreste. Ich habe momentan eine Gefahrenanzeige bekommen. Die Gefahrenanzeige zeigt deine Entfernung von Dingen an, die dich verletzen oder dir helfen könnten. Ebenso wie die Stärke dieser Effekte. Die Symbole neben der Gefahrenanzeige zeigen an, ob sie dir helfen oder dich verletzen werden. Wenn du in Gefahr bist, lauf weg, bevor du schwer verletzt wirst. Okay, und wo sieht man das jetzt? Keine Ahnung. Oh, gucken wir mal, was das hier für ein Viech ist. Gefahren der Alchemie. Das sind die Überreste eines verunglückten Alchemisten der Mordesh. Offenbar war er einer überaus schädlichen radioaktiven Substanz ausgesetzt, die hier in hoher Konzentration auftritt. Ja, er badet drin eigentlich, ne? Ja, was für eine schreckliche Art zu sterben. Uha. Ja, cool, gut. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich drohe an meinem Kummer zu erstecken. Huch. Okay. Wie ist die jetzt hergekommen? Die kam gerade angelaufen. So ganz random, weißt du? Ja, naja, wir haben die Quest abgeschlossen und dann kommt sie. Und heult. Na gut. Das ist eine fette Biene. Ja, klar, dass du hier eigentlich nicht hin wolltest. Stechen der Verteidiger 0815. Wieso auch nicht? Herrlich. Da muss ich hin. Kann ich das irgendwie markieren oder so für uns? Hm. Nee. Du kannst nur aufpassen, dass ich... Oh, ach so, hier, das war das mit dem Gefahren. Siehst du das Lilane hier? Sieh dir ein Gebiet hier? Muss da irgendwie rauf? Darauf? Ja, aber ich sehe das, was du meinst. Gott. Ich finde es so krass, wie hoch die springen können. Und wie weit vor allem. Ich glaube, kommen so hoch. Hier passt auf jeden Fall sehr viel besser das Gummibärenlied. Ja, guck dir das doch mal an, wie hoch. Voll krass. Na komm. Hui, willst du mich mal verarschen? Die springt da einfach mit dem Pferd hoch. Ja, hochgebackt. Oh. Guck mal, eine Riesenwespe. Ja, klick mal drauf. Ach so, ach guck mal. Ach so, ach das ist der stechende Verteidiger. Ah. Und jetzt? Hast du denn Erfolg oder was? Nee, noch nicht. Ich steck fest. Und du musst hier hoch. Oh Gott. So, ich glaube, ich muss die Blume hier hoch. Und schon stecke ich fest. Ja, das sieht gut aus. Hui! Du willst mich doch verarschen!
Ich muss sagen, die eignen sich perfekt zum Klettern, die Viecher. Oh. Geil, wie die überall rauf. Sie können einfach überall drauf, ne? Ich nicht. Bin zu schlicht dafür. Wie hast du es geschafft, da hochzukommen? Ich bin gesprungen. Ich bin von dem Hügel, wo du runtergesprungen bist, bin ich rübergesprungen. Und jetzt springe ich hier mit Doppelsprüngen durch die Gegend. Das ist voll gut. Doppelsprung. Ja, ich konnte nicht zweimal springen. Okay. Das Spiel mobbt mich. Du warst dagegen. Hui, nochmal. Da habe ich gemacht, hast du es gesehen? Das muss ja ohne Viech gehen. Aber ich kann auch sein, dass ich nur von dem Kleinen von da zweimal gehüpft bin. Ja? Okay. Und dann war ich irgendwie fast oben. Und dann habe ich mich da so durchgebackt. Keine Ahnung. Schweinerei. Hui, ich kann voll weit springen. Kann auch sein, dass ich einfach nur verbuggt bin. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht hätte ich so eine Kleine nehmen sollen. Willst du mich verarschen? Aber es ist der kleine Hügel, wo ich rüber... Ja, genau, siehst du? Geht doch. So, jetzt will ich aber nicht nochmal runterfallen. So, und hier bin ich irgendwo nochmal... Hier bin ich, glaube ich, einfach rübergesprungen. Irgendwie so, keine Ahnung. Hui, und tschüss. Oh. Autsch. Ist lustig. So. Kartografie. Alles geschafft. Ich soll gar nicht nach oben. Wollte ich mich verarschen? Okay. Hä? Was gebe ich mir hier die scheiß Mühe, so einen scheiß Baum hochzuklettern? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, geh ich runter. Wo sollst du denn sonst hoch? Keine Ahnung. Ich soll in die Richtung. Ich hab's gefunden. Platziert. Was hast du gefunden? Den Platz? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Eine Zwischensequenz. Ich kann dich laufen sehen sogar. Hüpfen? Okay, im Wasser ist ein riesen Stein. Da habe ich gerade drauf geguckt. Ja, ich sehe den Stein. Keine Ahnung, wieso er darauf geguckt hat. Aber dieser Stein existiert nicht mal auf der Karte, also ich werde jetzt nicht versuchen, dahin zu schwimmen. Na komm, machen wir weiter. Jo. Also das mit dem Springen finde ich sehr, sehr witzig. Oh, neuer Titel, Rumtreiber. Ich werde auch so lustige Titel haben, Schweinerei. Tja, man muss so auch mal deine Quest machen. Ja, keine Ahnung, wie das mit den Wurzeln funktionieren soll. Ein Quest dazu habe ich nicht. Nein? Nee. So, du hast ja Quest liegen. Bekommen, oder? Ja. Ja, nee, das habe ich nicht. Na gut, wir müssen jetzt die Straße hier links hoch, oder? Ja. Warte mal. Herausforderung freigeschaltet. Das war das, was du bestimmt auch dann hattest, oder? Hm? Du musst die Herausforderung bestehen, bevor die Zeit abläuft. Ach so. Okay. Also behalte die Uhr im Auge. Wenn du eine Herausforderung einmal freigeschaltet hast, kannst du sie im Herausforderungsbereich deines Kontexts immer wieder neu starten. Welche Herausforderung denn? Ja, du musst die Schmetterlinge einsammeln. Die gelben. Ah. Also das, was du vorhin hattest, sozusagen. Mhm. So. Och, hätte ich das gewusst, dass ich das auch machen kann. Cool. Tja, jetzt möchte ich... Ja, das war dann easy, ne? Oh, ich muss noch zwei Orte kartografieren hier, die wir haben. Ups. Okay. Was habe ich jetzt bekommen? Nichts. Keine Ahnung. Kekse hast du bekommen. Kannst dich glücklich schätzen. Jetzt theoretisch, ich könnte noch mehr fangen. Nee, ich habe noch gar nicht wirklich was bekommen. Also ist wenigstens abgeschlossen. Na, also theoretisch ist hier noch, die Zeit läuft noch. Er musste mehr Schmetterlinge einsammeln. Ich habe gerade mal die erste Stufe habe ich geschafft, ja. Dann hast du wahrscheinlich aber auch nur die erste Stufe gemacht, oder? Wie brutal, ja, kann sein. Der Vogel ist hier gerade rumgelaufen und einfach mal so ein Viech getötet. So ganz random, weißt du. Das ist voll gemein.
böser Vogel. Ne, ich habe ihn dafür getötet. Ja, richtig. So. Wie sieht's denn beim Rucksack aus? Titel Schnäppchenjäger muss ich auch noch aktivieren. Neue Errungenschaft. Wieso bist du eigentlich die Einzige, die eine Waffe bekommen hat? Das ein bisschen unfair. Weil ich Glück hatte. Naja, Tittenbonus, ich weiß. Nein, das ist der Reggie-Bonus. Du hast es jetzt langsam. Was? Wer? Oh, was war da? What the f- Hast du das gesehen? Hast du gerade die Ranke aktiviert oder was? Die Ranke ist gerade hochgesprungen hier. Ja, der Wald greift uns an, der ist böse. Ich weiß nicht, ich will irgendwie gerade herausfinden, wie. Was ich da jetzt gerade mache. Ich weiß nicht mal, wie ich mir das angucken kann. Aufträge, Berufe, Errungenschaften, Herausforderungen. Herausforderungen. Keine Ahnung. Die Zeit läuft noch. Ich ja, habe keine weiter. Ahnung. Werde ein Premium-Spieler, um die Punkte zu erhöhen, die du für das Vollenden von Herausforderungen erhältst. Ja, okay. Also, ich werde, abgesehen davon, dass ich gerade von Fliegen angegriffen werde, ist es auf jeden Fall scheinbar so ein Pay-to-Win oder, ja. Also, scheiß auf die Herausforderungen. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Ich check die Puppen immer noch nicht. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, ich check meine Dorn auch noch nicht. Müssen wir uns vielleicht noch irgendwie nochmal nach der Folge nochmal belesen. Oh, was ist das denn? Golems. Was hältst du davon? Ein Wächter. Ja, können wir machen. Was hältst du davon? Gut. Dann würde ich sagen, geben wir die Quest ab und dann ist eigentlich schon wieder die Quest vorbei, ne? Also die Folge vorbei. Die Quest ist vorbei. Wir geben ja, die Quest ab und dann ist die Quest vorbei. Wer hätte es gedacht? Hey, Reggie hat neue Sachen rausgefunden. Quest abgeben, dann ist sie vorbei. Wow. Und da gibt es ein Buch. Sprechen Lucky. Wir. Wo? Wo? Büchle. Da auf dem Tisch vor dem Typen. Altwurzels Aphorismen. Warte, weiß ich. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wie gesagt, damit euch nichts verloren geht, Leute. So viel dazu. Gut. Es könnte Jahre dauern, bis wir uns das gesamte Wissen von Altwurzel angeeignet haben. Das Serum ist das Leben, ist der neue Leitspruch wahrscheinlich. Jeder Vitalus-Tropfen ist kostbar. Die Toten müssen gegen das Siechtum nicht mehr kämpfen. Sie haben ewigen Schutz vor der Zersetzung erhalten. Okay. Ich freue mich, dass du glücklich bist, glaube ich. Ja. War nicht schlecht. Deine Körpersäfte stets ausgeglichen sein. Okay. Ah, so viel dazu. Langsam, aber es gibt ja noch eine Quest, die wir abgeben können, oder? Theoretisch. Können wir die jetzt auch noch abgeben? Weiß nicht, können wir auch in der nächsten Folge machen. Mir ist es Wurst. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Gut. Das ist ein Briefkasten. Und ein Händler. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Würde ich auch sagen, dann gucken wir uns hier ein bisschen um, oder? Ja. Ja, na dann. Bis dann, ciao. Zur nächsten Folge, ciao.